Der Beweis des Sinussatzes. Ich muss dabei wieder zwei Fälle unterscheiden, einen Winkel mir aussuchen, entweder Alpha, Beta oder Gamma. Ich nehme den Winkel Alpha, der soll erstmal kleiner als 90 Grad sein. Dabei beziehe ich mich mal auf folgendes Dreieckchen. Dreieck mit den Eckpunkten Groß A, Groß B und Groß C. Entsprechend die Winkel eingetragen, Alpha, Beta und Gamma. Gegenüber von diesen großen Eckpunkten liegen die entsprechenden Seiten. Gegenüber von Groß A, Klein A, gegenüber von Groß B, Klein B, gegenüber von Groß C, Klein C. Vom Eckpunkt C aus fälle ich die Höhe auf die Seite Klein C. Somit ist die Höhe hier einzutragen. Aus dieser Darstellung, also aus dieser Dreiecksdarstellung, kann ich zwei relevante Gleichungen ableiten. Zum einen errechnet sich die Höhe über die Vorschrift Sinus von dem Winkel Beta mal die Hypotenuse, in dem Fall die Seitenlänge A. Ich kann aber auch die Höhe errechnen über die Vorschrift Sinus von dem Winkel Alpha mal die Hypotenuse, in dem Fall die Seitenlänge B. Somit kann ich ansetzen, H, Höhe gleich Höhe. Einmal errechnet sich es über Sinus von Beta mal A und einmal errechnet sich es über Sinus von Alpha mal B. Im nächsten Schritt könnte ich rechnen, geteilt durch Sinus von Alpha, im übernächsten Schritt dann geteilt durch Sinus von Beta. Und ich hätte dann die bekannte Darstellung, wie man es aus jeder mathematischen Formelsammlung entnehmen kann, nämlich B geteilt durch Sinus von Beta ist nichts anderes als die Seite A geteilt durch Sinus von Alpha. Was passiert aber, wenn mein Alpha größer als 90 Grad ist? Dann muss ja das Ganze auch gelten. Dann stelle ich mir doch am besten wieder vor, wie bei dem Beweis des Kosinussatzes. Ich drücke auf den Eckpunkt Groß A mit meiner Hand. Dabei, ich bezeichne den Lotfußpunkt von der Höhe H mit Groß D. Dabei stelle ich mir vor, dass sich diese Strecke Groß DB nicht bewegt, also fest am Boden kleben bleibt, wenn man so will. Und dann wird sich doch mein Dreieckchen, wenn ich mit meiner Hand auf diesen Eckpunkt Groß A drücke und das Dreieck somit nach rechts bewege, folgend einstellen. Bei der Höhe tut sich nichts, aber was verändert wird, ist mein Winkel Alpha. Der wird jetzt auf jeden Fall größer werden als 90 Grad. Genau das, was ich untersuchen will. Folglich ist dann hier mein Winkel Beta, hier mein Winkel Gamma. Entsprechend die Eckpunkte Groß A, Groß B, Groß C, entsprechend die Seiten Klein B, Klein A, Klein C. Hier der rechte Winkel und meine Höhe bleibt in Position. Somit kann ich wieder bezogen auf diese Darstellung zwei relevante Gleichungen ableiten. Zum einen errechnet sich diese Höhe über die Vorschrift, Sinus von dem Winkel Beta mal die Hypotenuse, in dem Fall die Seitenlänge A. Aber auch die Höhe errechnet sich über die Vorschrift Sinus von, diesem Winkel hier. Und dieser Winkel ist doch nichts anderes als 180 Grad abzüglich den Winkel Alpha. Also Sinus von 180 Grad abzüglich den Winkel Alpha mal die Hypotenuse, in dem Fall die Seitenlänge B. Gut, somit kann ich wieder ansetzen, Höhe gleich Höhe. Zum einen die Vorschrift Sinus von Beta mal die Hypotenuse, in dem Fall die Seitenlänge A. Oder aber ich rechne Sinus von 180 Grad minus Alpha mal die Seitenlänge B. Gut, jetzt muss ich ja irgendwie bei meinem Fall Alpha größer als 90 Grad auf dieselbe Darstellung kommen. Und ich sehe, hier bekomme ich Ärger. Nämlich, wenn ich jetzt im nächsten Schritt anwenden würde, meinetwegen geteilt durch Sinus von dem Winkel Beta und im übernächsten Schritt geteilt durch Sinus von dem Winkel 180 Grad minus Alpha, dann würde ich doch die bekannte Darstellung erhalten, B durch Sinus von Beta und auf der anderen Seite A durch Sinus von 180 Grad minus Alpha. Also hier gibt es Schwierigkeiten dann. Ich brauche hier dieselbe Darstellung, ich brauche den hier in Sinus von Alpha und dann wäre der Beweis fertig. Wie bekomme ich den? Über eine Überlegung wieder bezüglich dem Kurvenverlauf von dem Sinus. Also mein Sinus, meinetwegen bei 180 Grad, hat der den Funktionswert 0. Da führt kein Weg dran vorbei. Also Sinus von 180 Grad minus Alpha. Ich wähle jetzt mal beliebig für mein Alpha 90 Grad.
Wenn ich für mein Alpha 90 Grad hier setzen würde, dann wäre ich bezogen auf diesen Graphen vom Funktionswert bei 1 gelandet und bei 90 Grad. Dann kann ich doch gleich schreiben Sinus von 90 Grad. Also hier steht allgemein 180 Grad minus Alpha, aber ich kann gleich schreiben Sinus von 90 Grad. Das würde auch meinen Funktionswert 1 entsprechen und allgemein würde dann hier Sinus von Alpha stehen. Also das bedeutet doch, Sinus von 180 Grad minus Alpha ist nichts anderes als Sinus von Alpha. Ne? Allein durch die Überlegung bezüglich des Kurvenverlaufs des Sinus. Somit können wir hier ausbessern in unserem Beweis, nämlich diese 180 Grad minus Alpha ist nichts anderes, als wenn ich gleich den Sinus von Alpha berechne. Somit habe ich dieselbe Darstellung, einmal für den Fall Alpha kleiner 90 Grad und einmal für den Fall, naja, Alpha größer 90 Grad. Naja, und wenn ich die Seiten hier beliebig wählen darf, dann ist logisch, wenn ich mich auf einen anderen Winkel beziehe, dass das dann auch für meine Seite C gelten muss. Natürlich C durch Sinus von den Winkel Gamma dann. Und diese Darstellung wird man aus allen möglichen mathematischen Formelsammlungen entnehmen können. Gut, dann kann ich den Beweis abschließen, QED.